Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der Immobilität, das sind wir wieder, die Firma Stegmann, Markus Stegmann und Dennis. Hi. Und ich, meine Wenigkeit, Tesla Markus, und wir sind wieder hier zusammengekommen, um wie versprochen euch das Model 3 zu zeigen, wie es denn jetzt ist, weil wir haben ja gemeinsam das Model 3 abgeholt und das verlinke ich mal, das Video hier oben. Ihr habt noch tolle Kommentare geschrieben, nochmal vielen Dank dafür, die werden wir auch nochmal kommentieren heute. Und ja, jetzt werden wir dieses Model 3 hier mal enthüllen und die beiden freuen sich schon drauf wie zwei kleine Kinder. Und ich gehe mal hinter die Kamera und schaue, ob ich das irgendwie so schön toll mit Musikbegleitung einfangen kann. Und dann schauen wir uns das Model 3 an und schauen so genau, was ihr gemacht habt. Ne? Genau. Feuerfrei. Da sind wir jetzt versammelt um das Model 3. Sieht fantastisch aus. Schwarz und Gold. Wie heißt der jetzt? Golden Circle. Golden Circle, ja, genau. Haben wir auch eingegeben gehabt damals. Genau, ne? Das war damals. Vor im Video habt ihr es gesehen. Zwei Monate. Vor zwei Monaten. Oh je, oh je. Ende Juni haben wir ihn geholt. Boah. Jetzt haben wir Ende August. Zeit der Aufnahme. Zeit der Aufnahme. Gut, dann werden wir uns das mal gemeinsam anschauen. Hm? Genau. Feuerfrei. Und was wir so gemacht haben. Also erstmal sieht, mir fällt auf, dass es alles ziemlich schwarz ist. Also so Chrome Delete, würde ich mal sagen, oder? Genau, das war so der Plan hinter der ganzen Geschichte, die Blinker wegzufolieren mit den. Habt ihr eigentlich noch neue Blinker bekommen? Ja, weil die waren ja ein bisschen kaputt. Ne? Genau, das ist ein neuer Blinker drin, den hat Tesla uns. Der, muss ich sagen, war zwei Tage später da. Gut. Da waren sie sehr, sehr schnell. Also Blinker ersetzt und ist foliert worden. Und dann seht ihr das Chrome Delete. Also. Das heißt, ihr macht da eine Folie drauf, ne? Wie genau, also wir selber können das nicht. Wir haben halt jemanden an der Hand, der das... Ach, ihr könnt das gar nicht? Wir können das noch gar nicht. Es kommt noch mal was, aber da rufe ich dich dann an, wenn wir was Neues haben. Okay. Aber das ist ja offensichtlich nicht Chrom mehr. Das ist ja... Nein, das ist jetzt passend zum Golden Circle. Ja, ist mir aufgefallen, wo ich dir hinterhergefahren bin mit deinem, dass ich den Spoiler ja nicht sehe an dem Schwarzen. Mhm. Und dann ist ja die ganze Wirkung vom Spoiler ja weg, wenn man Performance hat. Und jetzt sollte man ihn sehen, wenn man hinterher fährt. Ja, den sieht man, ganz eindeutig. Und dann fällt mir natürlich auch auf, warte mal, ich habe die Scheiben dunkel gemacht, ne? Genau. Ja. Das ist die getönte Scheiben. Ja, so ein bisschen, dass es einfach zum Auto passt, gell? Und die Griffe sind foliert, auch in schwarz. Mhm. Dass das stimmig ist, gell? Man sieht hier, das sind halt so die Folierungsreste, dass man hier einfach die, das Chrom noch sieht. Mhm. Genau. Ja, also hier so ein paar Instagram-Zeichen hier. Ja, das haben wir jetzt mal neu angefangen. Wir haben schon wahnsinnig viele Follower, nämlich ganz 28 heute. Leute, also, dann müssen wir mal den Link machen, hier oben mal hin. Dann werdet ihr mal gucken. Ne, können wir nicht oben hin machen, dann machen wir in die Beschreibung unten rein. Ne? Ja. Aber das ist natürlich Werbung. Leute, das ist Werbung. Ich kriege kein Geld. Das Einzige, was ich bekomme, guck mal, der Chef streichelt mein Auto da. Das ist das, was ich hier bekomme. Der Chef persönlich mein Auto streichelt. Ja, muss ich tun, sonst kommt er. Sonst komme ich nicht, gell? Weil ich muss euch mal kurz zeigen. Ich habe hier nämlich ein bisschen Scheiße gebaut. An der Seite hier. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Bin ich an einem anderen Auto entlang gekratzt. Hier sieht man noch ein bisschen was. Also, habe ich das nicht anlangen dürfen? Doch, doch. Okay, gut. So. Gut. Ja, also. Das ist das Einzige, was ich bekomme. Also, der Rest ist natürlich Werbung für Stegmann Lack, aber ich bekomme kein Geld von euch. Ja. Und das wird auch so bleiben. Aber danke dir natürlich für dein Dasein und für die Infos für die Tesla Community, wo wir hier
genau. teilen dürfen auf deinem Kanal. Genau. Und natürlich, ja. Mir fällt natürlich als Laie erstmal hier auf diese Wahnsinnsfelgen. Ich wollte jetzt nicht das Wort P sagen mit O-R-N-O, aber irgendwie sieht das schon so ein bisschen steil aus, ne? Ja, es sollte ein bisschen nach was aussehen und ja. es sollte was sein, was ich so noch nie bei Tesla gesehen habe. Mhm. Das ist lackiert, ne? Genau. Ja, das lackiert. Also das sind von Schmidt-Felgen, Trago heißen die. Mhm. Wir haben auch extra ein Gutachten anfertigen lassen für die Felgen fürs Tesla Model 3 Performance in der Größe. Und was sind das für Maße? Das sind 9J vorne, also 9J21 auf der Vorderachse, auf der Hinterachse haben wir 10,5J. Und dann habt ihr den Bremssattel auch 21. neu lackiert? Oder genau, eben, dass es passt, weil das Rot und das Gold hätte sich ja doch leicht gebissen. 21 Zoll, okay. Genau. Und darum Bremssattel raus, Bremssattel lackiert, eben den Namen des Fahrzeugs nochmal verewigt auf dem Bremssattel. Und die Bremsscheiben haben wir noch ein bisschen schwarz matt einfach angesprüht, dass das stimmiger zur Felge aussieht. Mhm. Dann haben wir ausgemessen. Wir kriegen vorne 20er Spurplatten drauf noch zusätzlich zu den Felgen, dass das sauber aussieht. Gut. Und hinten haben wir auch ausgemessen. Genau. Und das Ganze ein bisschen tiefer gelegt. Das sieht man ein bisschen tiefer aus hier. Ja, hatte ich ja angekündigt in unserem letzten Video, gell, ja. Markus, dass wir noch ein KW-Stufe 3 Fahrwerk einbauen. Mhm. Und das ist jetzt drin. Ist noch nicht ganz runtergedreht, also man kann noch weiter runterdrehen. Man könnte aber auch noch ein, ich glaube, 7 mm weiter hochdrehen. Aber er ist schon relativ weit oben. Dann haben wir hier noch, ja, das gehört mal zu, das ist ein Test. Das sind solche reinen Vlies-Rathausschalen. Und das ist mein Test, ob das dadurch leiser wird, die Geräusche von der Vorderachse, ob das ein bisschen dämmt. Okay. Genau. Dann, klar, hinten auch die gleichen Felgen, nur ein bisschen breiter. Und hinten haben wir 14er Spurplatten drauf. Dann haben wir einfach so, dann, wenn er eingefedert ist, ja, geht vorbei. Und sieht gut aus. Also viel Federweg hast du da nicht, ne? Oder? Doch, doch, er federt nachher bis hier ein, wenn man voll einfedert. Ja. Und reicht alles. Also ist alles geprüft, TÜV hat alles abgenommen. Das heißt, das Fahrzeug ist Straßen. Bereit für euch als Kundschaft, wenn ihr den mitnehmen wollt, mal zu probieren, wie sich so ein KW-Fahrwerk fährt auf der Straße. Oder wie eine Dämmung ist für euch, ob ihr einen Unterschied merkt zu eurem Model 3. Oder ob die elektrische Heckklappe wirklich Sinn macht. Oder die Frontklappe, ob die wirklich Sinn macht. Sag mal. Ihr seht, der Fußsensor ist auch verbessert. Mhm. So, wir müssen... Endabschallgeräusch, gell? Ja. Ah, da ist ein bisschen Dreck, gell? Ja, aber jetzt ist gut. Und ihr habt noch gedämmt, oder? Genau, gedämmt. Aber das sehen wir jetzt nicht mehr, ne? Oder kannst du ein bisschen was einspielen? Ich habe noch jede Menge Videos gemacht, so nebenher, auch was sich beim Performance jetzt, was sich jetzt inzwischen geändert hat, hier hinten drin, da haben sie ein paar Änderungen vorgenommen in der Dämmung, Tesla, wirklich. Auch ein paar Bauteile verändert, habe ich aber alles noch auf meinem privaten Handy festgehalten da. Werden wir nachher wahrscheinlich noch ein Voice-Over machen oder sowas in der Art. Ja, das tue ich einfach jetzt einblenden. Ja. Genau. Und sonst, alles beim Alten. Hier oben sieht man vielleicht, dass es da noch eine kleine Dämmung drin ist hier. Aber ja, wir gucken mal. Wir haben probiert, was geht an dem Auto. Was war noch? Was haben wir denn noch aufgefallen gehabt? Da, der Delle ist weg vorne, gell? Die haben wir. Die ist gemacht worden. Und wir haben natürlich die Frunk-Automatik. Zeig mal. Ja, das Richtige, oder? Das mit dem Streicheln. Das mit dem Streicheln. Also wir haben die Streichel-Mein-Tesla-Funktion eingebaut, wo natürlich sonst deaktiviert wird. Die haben wir separat abgesichert durch einen Aus- und Anschalter. Mhm. Einfach, weil es sonst zu gefährlich wäre. Aber Streichel-Meinen-Tesla. Streichel-Meinen-Tesla. Wenn man sonst nichts zum Streicheln hat. Genau, dann nimmt man halt unser Model 3. Genau, und das gleiche geht auch so wieder. Irgendwas ist am Scheinwerfer auch anders. Guck mal hier. Hast du das bemerkt? Sehr schön. Ja, das habe ich vorhin nicht am Tipp bekommen, muss ich sagen. Von meinem Namensvetter. Ja, es gab Reklamationen, dass das da vorne doch etwas zu weiß rausblitzt aus dem ganzen schwarzen Auto. Und kann man relativ einfach selbst mit Folie machen, auf jeden Fall beim Schwarzen.
dass man das schön abklebt. Und dann hat man trotzdem noch die Tagverlichtfunktion und sieht vielleicht ein bisschen eleganter aus, wenn man wirklich nur so einen Tagverlichtstreifen hat, wenn er an ist. Mhm. Ja. Und das ist erlaubt so? Ja, TÜV hat es abgenommen. Also das Auto ist einmal komplett im TÜV vorgeführt worden, mhm, und wir haben eine richtig lange Liste bekommen für das Fahrzeug, was wir eintragen dürfen jetzt in den Fahrzeugschein. Ich gucke gerade, wie sowas aussehen würde bei mir hier, aber das sieht von alleine schon schön aus. Deiner sieht ja schon schön aus von der, von der Front. Das ist das, was Model 3 ein bisschen fehlt, so dieses spitze, aggressivere. Gell? Das, haben wir eher hier die Knutschkugel vorne. Ja, jetzt so rein, von oder? Außen. Gehen wir mal rein? Ja, gehen wir rein. Ja. Haben wir da noch was? Ja, also, wir dürfen das Auto nicht umbenennen, haben wir schon gemerkt. Ich komme mal mit. Ich komme rein, Markus. Ah, schon ein bisschen tiefer als sonst. Ja, also, genau, einmal Design à la Chef. Gell? Das, Da merkt man natürlich, dass der Chef auch ein bisschen Geschmack hat. Ja, und ein Faible für Speziallackierungen, und das ist auf die Idee vom Wahnsinn, das Herrn Stegmann persönlich genau inspiriert und selbst designt. Genau. Ja, der Stegmann ist irgendwie auch so ein kleiner, großer Designer, würde ich mal sagen. Ich kenne doch so einen. Ja? Ja, der designt. Und der eigentlich gar keinen Job hat, wo er designt. Okay. Die dürfen sich dann so hier so, genau, austoben. Die dürfen sich hier dann austoben. Cool. Genau. Echt cool. Dann darf sich Markus mal gerne auf die andere Seite reinsetzen. Gut, machen wir das so. So, jetzt. Okay, und jetzt gibt es ja noch eine Besonderheit hier, ne? Jetzt hier zweimal. Spürst du es? Es macht halt nur die, ist halt so ein Einbauset aus. Der macht so ein bisschen die Lodrose, schiebt das hier. Lodrose schütze, tut hoch und runterpumpe und hat halt so eine imitierte Massagefunktion. Also ich glaube, Mercedes-Leute würden sagen, ah. Haben sie schon gesagt, die Mercedes-Leute. Mercedes-Fahrer. Aber okay. Ja, man muss natürlich auch sagen, es ist ja nicht ein kompletter Umbau vom Sitz, sondern es ist eigentlich nur eine Software. Funktion. Okay. Also man kann das einbauen, dass einfach die Lodrosen hin und her geht und so hoch und runter, und das ist so eine Art Massage. Genau, dann tut es ein bisschen. Tut es ein bisschen pumpen. Aber auch nicht schlecht. Also es ist ein bisschen was. Ist. Ja, aber wo gehört, die richtige Massage soll nochmal anders sein. Richtig. Ja. Gut. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Hohlraumkonservierung hat er bekommen. Okay. Komplett. Dann hier die Dichtungsgummi seht ihr. Einmal eingeklebt, dass wir eben eine Geräuschunterdrückung noch haben. Die, das ja, gell? Die ja, genau. Ah, die äußere? Ja. Weil beim Model S ist ja. Genau, beim Model S ist das ja Standard. Genau, und das hat das Model S auch. Aber das hat das Model 3 ja nicht. Und das sind diese Türdichtungen, wo man noch zusätzlich einkleben kann. Ja. Okay. I'm going out of my mind. Give me some directions to get to you. Das war hier. To get to you. Das Auto. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind. Cool. Das war jetzt bestimmt übersteuert, aber egal. Ja, ist gut. Wir können mal jetzt, pass auf. Also die Musik ist auf jeden Fall besser als vorher. Ja, ist geil. Aber ich müsste es mit meinem Arm anhören. Habt ihr an der Lautsprecher eingebaut? Nein. Gar nichts? Das ist Original Model 3. Original Lautsprecher. Machen wir mal zum Spaß. Kurz machen wir das gleiche Lied bei mir. Okay, also der Chef meint, der Spiegel. Die Spiegelkappe macht brrrr. Ja, okay. Also wir müssen sagen, das Model S hat auch eine sehr gute Anlage. Tesla allgemein haben immer eine gute Anlage, gell? Gut. Dann machen wir mal hört halt ein bisschen zittern eben. Dann machen wir mal einen Cut hier, komm. Okay, alles gut.
Oh, siehst du. So. Dann fahren wir jetzt einfach mal los. Ich darf fahren. Es ist tiefer gelegtes Fahrwerk. Ein ruhiges Elektroauto. Genau, gedämmt. Gedämmt, alles ist ruhig und ich darf einfach mal dahin entgleiten. Dann schieß los. Los geht's. Ihr habt da einen Verbrenner eingebaut oder was? Ja, das ist der Range Extender. Oh, hab ich da einen Leerlauf? Nee, einen Leerlauf gibt's nicht. Du musst jetzt mal, gib mal Gas. Ja, das ist aber Porno. Ah, ja, also Fußgänger hören uns. Ja, ich höre uns auch. Warte mal, kann ich uns zumachen? Ja? Also das hört man draußen, gell? Jetzt ist leiser, gell? Ein bisschen, aber es brummelt halt einfach. Aber draußen hört man das auch, gell? Ja. Wenn wir auf die Straße fahren, müssen wir es ausmachen, oder? So, machen wir aus dann, genau. Das ist ja nur für Showzwecke. Ist ja jetzt nur auf dem Privatgelände hier. So, jetzt haben wir ein leises Auto. Danke. Okay. Gut, wohin fahren wir? Fahren wir rechts rum. Rechts.